Vorab ein paar grundlegende Informationen zu Ixia. Was tun wir? Wir kümmern uns darum, dass die Applikationen und Services der Unternehmen, der Kunden im Markt verfügbar, schnell und sicher sind. Wenn heutzutage das nicht der Fall ist, kostet es das Unternehmen häufig relativ schnell Geld oder Kunden. Und um dann festzustellen, ob diese Leistungen und die SLAs auch entsprechend in dem Moment verfügbar sind und es nicht erst zu merken, dadurch, dass der User sagt, ich besuche die Seite nicht mehr oder ich komme nicht mehr auf die Applikation, arbeiten wir gemeinsam mit Technology-Partnern an Lösungen, die genau dies dem Unternehmen sichern und zur Verfügung stellen. Ixia selbst wurde gegründet 1997, historisch gesehen angefangen in dem Bereich Test, haben im Laufe der Zeit wir als Unternehmen verschiedene andere Unternehmen akquiriert, unter anderem eine Unwear Systems, die heute auch mit das NTO-Portfolio ergänzt, die Firma Breaking Point im Security-Bereich oder auch 2013 die NetOptics. Wir haben letztes Jahr etwas mehr als 500 Millionen Dollar Umsatz gemacht weltweit, davon ungefähr 90 Millionen Dollar in der EMEA-Region. Wir haben mehr als 6000 Kunden weltweit. Mittlerweile sind wir knapp 2000 Mitarbeiter und arbeiten weltweit mit mehr als 400 Channel-Partnern zusammen. Insgesamt bieten wir die Lösungen, über die ich anfangs schon gesprochen habe, das heißt, we make applications stronger ist die Devise dabei, in den Bereichen Test, Security und Visibility. Und wir werden uns heute vornehmlich dem Bereich iX Vision, den wir hier rechts auf der Folie sehen, die Netzwerk-Visibility-Lösungen näher ansehen. Wie bereits gesagt, wir sind im Bereich Test, Security und Visibility mit Lösungen am Markt präsent. Das ist letztendlich verfügbar über die gesamte Infrastruktur, also über den Mobile-Bereich, Endpoint, Network Monitoring im Data Center und auch in der Cloud. Wenn wir auf den unteren Bereich der Folie schauen, dann ist von links angefangen, einige Produkte beispielhaft vorgestellt hier aus dem Testbereich. In der Mitte das Thema FlexTabs, iBypass und VirtualTabs, also das ganze Tab-Thema, was zu dem Bereich Visibility gehört. Dann haben wir hier unten in der Folie den NTO mit Vision One schon erwähnt, aber auch Produkte wie Hawkeye, Extreme 40 und den Control Tower. Und rechts ein Security-Produkt, das Thema Threat Armor. Und an dieser Stelle übergebe ich an den Martin Heinzelmann, der uns jetzt, wie bereits vorher schon angesprochen, im Bereich Visibility und Security einen Überblick über die Vision One-Lösung geben wird. Vielen Dank. Bitte, Martin. Vielen Dank, Detlef. Ja, guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Gut, ja, sorry. Ja, die Produkte aus dem iX Vision oder aus dem Visibility-Bereich raus sind eben, wie man schon angesprochen hat, eben die Tabs, die Flex-Tabs, die Packet-Broker selber. Und das sind eigentlich die Sachen, die ich jetzt gerne ein bisschen mehr im Detail ansprechen möchte. Naja, die Frage haben wir schon vorhin ein bisschen angesprochen, wieso brauchen wir eigentlich Visibility? Was ist denn eigentlich der große Vorteil? Wieso soll ich mein Netz monitoren? Und einen Teil davon hat ja schon der Netzko angesprochen, eben zum einen ist es die SLAs, die ich natürlich als, sagen wir mal, als Betreiber eben habe. Ich möchte natürlich sicherstellen, dass meine Kunden die Qualität dann auch bekommen, die sie eben anfordern, und das möchte ich, kann ich zum Beispiel über das Monitoring feststellen. Natürlich muss ich auch feststellen, wie die Sicherheitslücken und Datensicherheit, ob die entsprechend auch gegeben ist, und das sehe ich natürlich über ein aktives Monitoring genauso. Heute jetzt zum Beispiel, ich bin in Göteborg auf einem Kongress, da wurde zum Beispiel angesprochen, dass ab nächstem Jahr die Firmen zum Teil bis zu einem Viertel des Vermögens sozusagen für die Datensicherheit haftbar gemacht werden können, falls es dort Verstöße gibt. Das heißt, letztendlich ist das Security-Thema wirklich auch ein heißes Thema und kann dementsprechend natürlich auch das Unternehmen in schwere Bedrängnis bringen, wenn denn da festgestellt wird, dass was nicht so läuft. Genauso natürlich
Wenn man es mal überlegt, es kostet die Firma 7-mal mehr, einen neuen Kunden zu akquirieren, wie bestehende Kunden zu behalten. Aus dem Grund raus möchte man natürlich schon auch feststellen, dass die Performance an einem Kunden entsprechend auch gegeben ist und dass der nicht wegen schlechter Leitung oder schlechter Sprache oder was auch immer zu langen Laufzeiten den Provider entsprechend wechselt. Um das Ganze eben zu machen, habe ich verschiedene Security oder auch eben Application Performance Monitoring oder VoIP Analyzer als Monitoring-Lösung oder als Probes zur Verfügung. Die Frage ist eben nur, wie bringe ich die jetzt eben an das Netzwerk angeschlossen und was kann ich da damit tun? Üblicherweise geht man gerne her, nimmt dazu einen Spam-Port. Ein Spam-Port ist ein Port, den ich an einem Switch zum Beispiel konfigurieren kann und kann damit Daten von einem bestimmten Port spiegeln und die dann einem Tool zur Verfügung stellen. Es gibt mehr Nachteile für den Spam-Port, wie es eigentlich Vorteile gibt. Man nimmt ihn gerne her, aber eigentlich hat ein Spam-Port den Nachteil, dass er gerne Daten verliert. Und das ist natürlich extrem schwierig, zum Beispiel, wenn man jetzt eine Analyse oder ein Analyse-Tool angeschlossen hat, das einem sagt, dass hier Performance-Probleme auftreten, Pakete werden gehen verloren, die dann aber letztendlich gar nicht mal im Netz selber passieren, sondern eben über diesen Spam-Port verursacht werden. Man jagt dann hinter Geisterfehler her, die es eigentlich so im Netz gar nicht gibt. Zudem sind die Spam-Ports auch, sagen wir mal, nicht sehr oft verfügbar. Man hat vielleicht 2 oder 3, die man konfigurieren kann, hat aber dann immer das Problem, dass ich eben vielleicht auch mehrere Tools habe, die gleichzeitig auf die Daten zugreifen möchten und das kann ich dann eben nicht. Ich verliere also mit meinem Spamport schon im Ansatz ein großes Stück Visibilität. Und das Ganze kann ich dann eben entsprechend besser machen, indem ich das Ganze über Tabs realisiere. So, jetzt schaut meine Präsentation wieder nicht um. Würdest du nochmal bitte auf den Knopf drücken? Ich habe es versucht, aber ich glaube, das ist egal, wer von uns beiden drückt, das dauert ein bisschen. Okay. Okay, so, es geht weiter im Text. Gut. So, wie schaffe ich das, dass ich jetzt eben einen guten Einblick habe in mein Netz, wo ich jetzt, was denn hier so abgeht? Das kann ich am besten eben realisieren, indem ich das über Tabs mache. Die Tabs, je nachdem, was für eine, sagen wir mal, Granularität ich brauche, binde ich entsprechend ein, entweder zwischen den Switchen oder zwischen den, sagen wir mal, Distribution Switchen und den Servers. Dementsprechend kriege ich hier eine größere Granularität und es geht einfach nicht weiter. Okay. Jetzt hier zum Beispiel der Vorteil von einem Tab ist eben, dass ich hier dediziert den Link mir eben raussuche, den ich monitoren möchte. Ich schleife den Tab also in einen Link ein. Dazu gibt es natürlich verschiedene Tabs, abhängig von der Schnittstelle, die ich habe. Jetzt zum Beispiel eine Gigabit-Kupfer-Verbindung, da würde ich einen Kupfer-Tab einschleifen. Eine optische Verbindung, sei es Gigabit oder gar 100 Gigabit, dementsprechend bringe ich dort eben einen optischen Tab ein. Grundsätzlich ist es aber so, dass ein Tab die Daten letztendlich dupliziert. Ein Kupfer-Tab macht das zum Beispiel, indem er die Pakete dupliziert. Ein optischer Tab macht es, indem er das Licht aufteilt und an zwei Ausgänge weitergibt. Grundsätzlich sind aber Tabs so aufgebaut, dass ich, egal, sollte es ein Problem damit geben, immer den Betrieb aufrechterhalte. Letztendlich ist nur das Monitoring dann beeinträchtigt, aber der Betrieb, die Verbindung besteht weiterhin. Ja, wie gesagt, also abhängig von der Granularität, brauche ich entsprechend oder setze ich eben meine Tabs und habe mir somit als ersten Schritt zuverlässige Messpunkte gesetzt in meinem Netzwerk, die eben keine Pakete verlieren,
sondern zuverlässig die Pakete spiegeln oder eben meine Monitor-Infrastruktur zur Verfügung stellen. Wenn ich mir das jetzt anschaue, habe ich ja jetzt, sagen wir mal, die Messpunkte vorhanden. Jetzt könnte ich natürlich schon meine Tools, wie zum Beispiel Application Performance, das Security Tool oder ein Forensic Tool direkt auf das Tab, auf den Tab anschließen, würde aber damit ja natürlich auch wiederum den einen Tab belegen mit einem Tool und könnte dann dementsprechend den Tab nicht für andere nutzen. Zudem ist es ja auch so, dass ich mit den vielen Tabs mir ja auch sehr viele Informationen zur Verfügung steht, die ich jetzt vielleicht zuerst mal aggregieren möchte, filtern möchte, also eigentlich nur die Daten weitergeben, die mich wirklich brennend interessieren, die vielleicht auch nur für ein Security-Tool von Interesse sind oder für einen VoIP-Analyzer. Naja, was braucht ein VoIP-Analyzer? Der braucht ja eigentlich nur die VoIP-Pakete und eben keinen HTTP oder HTTPS für irgendwelche Google- oder Seiten, die ich aufrufe. Mit dem Filtern stelle ich also fest, dass ich die Tools auch optimal nutzen kann. Das heißt also, ich aggregiere jetzt aus den verschiedenen Tabs die am Packet Broker, hole mir dort nur die Pakete raus, die mich für das spezifische Paket oder für das spezifische Tool interessiert und gebe die dann entsprechend dediziert weiter. Mittlerweile ist es so, dass sehr viele Daten auch encrypted sind. Das heißt, ich könnte mit meinen Standard-Tools darauf gar nicht mehr zugreifen. Und wenn ich die eben auswerten möchte, dann bräuchte ich jetzt natürlich auch noch eine Maschine, die mir diese SSL-Decryption ermöglicht. Und sowas kann man zum Beispiel in einem modernen Packet-Broker eben auch mit integrieren. Genauso natürlich die Möglichkeit, gezielte Netflow zu generieren, ohne dass ich jetzt an meinen Systemen überall eine Lizenz kaufe, mit der Gießkanne Netflow generiere und meine Netflow Collector mit der Unmenge von Daten überlade und dafür natürlich auch noch entsprechend viel Geld bezahle, weil so ein Collector eben bei, für Netflows pro Sekunde zum Beispiel bezahlt wird. Das heißt also, der Packet Broker aggregiert mir die Tabs. Der aggregiert damit natürlich auch die Geschwindigkeit. Habe ich jetzt zum Beispiel einen Tab für 100G, dann aggregiere ich die 100G natürlich an meinen Packet Broker. Durch das, dass ich eben filtere und aus den 100G jetzt nur vielleicht ein WLAN 100 raushole, weil der jetzt genau die Daten enthält, die mich interessieren, mit dem, dass ich dort drauf jetzt filtere, verringere ich natürlich ganz entscheidend die Bandbreite und kann natürlich meine bestehenden Tools vielleicht oder auch neuen Tools entsprechend optimal ausnutzen. Das heißt also, selbst wenn ich ein 100G-Netzwerk monitore, muss ich nicht zwingend 100G-Schnittstellen an meinen Tools haben, sondern es reicht durchaus eine Gigabit, eine 10-Gigabit-Schnittstelle oder vielleicht, wenn es vielleicht 3G oder 4G Bandbreite ist nach dem Filtern, könnte ich ja auch mehrere Tools im Load Balancing betreiben. Das heißt, ich habe dann mehrere Gigabit-Links zu meinem Tool runter von dem Packet Broker aus, der mir eben die Daten über das Load Balancing entsprechend aufteilt. Ich kann damit natürlich ganz entscheidend die Performance von meinen Tools auch optimal nutzen und kann damit natürlich auch entsprechend am Kunden ein Projekt anbieten, das nicht, sagen wir mal, im Millionenbetrag oder in Millionenhöhe kreist, wo vielleicht gar kein Budget dafür vorhanden ist, sondern ich kann damit eigentlich eine Monitoring-Lösung anbieten, für das zum einen Budget natürlich vorhanden ist und auch dann realisiert werden kann. Ja, wenn ich mir ich sage nochmal so weit zusammenfasse, was wir eigentlich im Moment machen. Es ist ja, wir kopieren über einen Tab 100% der Daten aus einem Link raus. Wir können jetzt dort direkt ein Tool anschließen, würden aber eben nur das eine Link sehen, würden natürlich auch die ganze Bandbreite der Daten haben. Also das ist vielleicht nicht so optimal, weil ich, naja, wenn es selbst eine 10G-Schnittstelle ist zum Beispiel, natürlich auch dann ein Tool brauchte, das 10G Line-Rate wegschalten kann. Die wiederum sind entsprechend teuer, kosten mehr Geld und die Frage ist, ob man das wirklich braucht.
Deshalb ist man auch hergegangen und hat eben diese Packet Broker erfunden, mit der Prämisse, dass ich eben auf Layer 2 bis Layer 4 Ebene filtern kann, eben so entsprechend die Daten oder Pakete den einzelnen Tools zuordnen kann, die dann eben besser nutzen kann und auch deren Performance eben besser nutzen kann. Und natürlich, ich kann hergehen und kann natürlich über so einen Packet Broker den WLAN 100 auch in einem Security-Tool, einem Application-Performance-Tool oder einem anderen Tool zeitgleich zur Verfügung stellen, wenn das für alle Tools zum Beispiel von Interesse ist. Also ich kann auch nicht nur aggregieren und filtern, sondern ich kann eben auch Daten duplizieren und dementsprechend an die Tools weiterleiten. Das Layer 2 bis Layer 4 Filtering ist eigentlich so, sagen wir mal, der Bereich, wo mittlerweile die Kunden auch verstehen und den Mehrwert von so einem Packet Broker sehen. Was aber derzeit noch weniger bekannt ist, ist eben die Sache, wenn man mal in Richtung höhere Layer greift. Das heißt, naja, vielleicht ist es ja manchmal so, dass ich mit meiner Layer 2 bis Layer 4 Filter Engine doch zu viele Pakete habe. Vielleicht ist es ja eigentlich so, dass ich duplizierte Pakete habe, durch das, dass ich mehrere Messpunkte habe. Oder vielleicht stecken die Pakete auch ein Stück weit in einem Tunnel drin, in einem MPLS-Tunnel zum Beispiel, in einem ERS-Fan, GRE, GTP-Tunnel, je nachdem im Mobilfunkbereich, wo mein Tool letztendlich ein Problem hätte, die Pakete zu analysieren, weil sie eben diesen Tunnel nicht handeln können. Und das war eigentlich oder ist eigentlich so der nächste Schritt in der Packet Broker Entwicklung, wo man sagt, naja, wenn ihr also Probleme damit habt, wenn ihr mit diesem Tunneling ein Problem habt oder mit Duplikaten an Packets quasi ein Problem habt, dann kann man über so eine Advanced Feature Funktion eben hergehen und dort schon, bevor die Pakete überhaupt zum Tool übertragen werden, entsprechend eingreifen und das beheben. Ein ganz wichtiger Punkt bei uns, zum Beispiel in Deutschland, ist es auch die Sicherstellung der Datensicherheit. Es gibt sehr viele Betriebe, wo der Betriebsrat sagt, naja, wir haben ein integriertes Netz mit Daten und Sprache und wenn ihr nicht sicherstellen könnt, dass bei dem Monitoring keine Sprachaufzeichnung geschieht, dann verhindern wir per se schon mal das Monitoring in unserem Netzwerk. Na, dazu kann man jetzt zum Beispiel als Lösungsansatz wiederum einen Packet Broker verwenden, der die ganze Funktionalität des Packet Trimmings unterstützt oder Data Masking. Je nachdem, wie man das gerne haben möchte, kann man den Inhalt des Paketes komplett entfernen oder bestimmte Teile eben überschreiben mit einem Pattern, sodass die nicht mehr interpretierbar oder lesbar sind. Sowas mache ich zum Beispiel mit einer Advanced Feature Funktionalität in einem Packet Broker. Aber das sind wiederum Funktionen, die so dem Kunden entsprechend noch nicht bekannt sind und die man gerne vorstellen muss oder ansprechen muss. Aber auch das ist noch nicht das Ende der Geschichte im Bereich Packet Broker. Hier gibt es noch eine Erweiterung von XIAS-Seite. Und zwar kamen mehr und mehr Kunden eben und haben gefragt, naja, Layer 2, Layer 4 Filtern, schön, Deduplication, Trimming, auch nett, aber naja, wir bräuchten doch eine applikationsbezogene Filter-Engine. Das heißt also, wir würden doch schon gerne auf, sagen wir mal, auf bestimmte Apps filtern, wie zum Beispiel Netflix oder Google oder naja, wir hätten gerne gewusst, wenn Kunden Probleme mit speziellen Enddevicen haben, dass wir auf, sagen wir mal, gewisse Device-Typen filtern können oder auch regionenbezogen filtern können. Und das ist jetzt verwirklicht oder ist eigentlich schon seit einer Weile verwirklicht über das sogenannte ATI-Funktion, ATIP-Funktion bei den Packet Brokers von XIA. Damit kann man wirklich jetzt auch auf Layer 7 Ebene filtern und dementsprechend nur noch Pakete weitergeben, die den Filterkriterien entsprechen.
Damit haben wir noch eine größere Möglichkeit, noch eine bessere Granularität in den Filter Engines. Wenn ich nochmal kurz zurückkommen darf auf die Advanced Features, was ich vorhin schon angesprochen habe in der Folie. Hier sieht man einfach nochmal, was steckt eigentlich alles so hinter drin in dem Advanced Feature Modul. Die Duplication haben wir schon angesprochen, also ich entferne die Duplikate. Header Stripping, entferne ich eben die ganzen Tunnels, wie zum Beispiel MPLS, GTP, ERSpan, VNTech, VXLAN und der ganze dergleichen, der mich vielleicht an meinem Tool nachher hindert, das Ganze zu analysieren. Trimming, wie gesagt, ich entferne den Inhalt des Paketes, nehme den entsprechend raus, Data Masking, Paket in seiner Originallänge, überschreite aber Teile der Payload, sodass die nicht mehr erkennbar sind. Timestamping ist eine Funktion, wo ich jetzt zum Beispiel einen externen Zeitstempel raufgebe. Wenn ich zum Beispiel eine Niederlassung in Singapur hätte und eine Analyse, ein Monitoring-Device in Deutschland, dann müsste ich ja irgendwie die Daten aus Singapur, die ich analysieren möchte, zuerst mal nach Deutschland übertragen. Und damit eben dort die Laufzeit zum Beispiel keine Rolle spielt, kann ich die mit einem externen Zeitstempel jedes Paket behaften. Und dann spielt die Übertragung nach Deutschland keine Rolle mehr. Ob die jetzt dann eine Sekunde, 10 Sekunden oder nur 500 Millisekunden dauert, spielt dann in dem Falle keine Rolle mehr, weil der Zeitstempel ja quasi schon am Paket sitzt und man damit natürlich weitere Laufzeitmessungen machen kann. Burst Protection ist eine Funktion für eine Gigabit-Geschichte. Wenn ich also mehr als ein G als Bandbreite jetzt zu meinem Tool hätte, könnte ich über eine Burst Protection diese Microbursts abfangen und entsprechend dann an das Tool weitergeben. Vor kurzem haben wir noch eine Tunnel Termination eingeführt, das heißt also, ich könnte jetzt zum Beispiel von einer Gegenstelle wiederum die Pakete in einem ERSpan-Tunnel drin sind oder in einem GAE-Tunnel drin sind, könnte ich die über diesen Tunnel übertragen und könnte die direkt den Tunnel dann an den Packet Broker terminieren, die Pakete auspacken und kann somit natürlich auch, sagen wir mal, Remote Locations an eine zentrales Monitoring anbinden, ohne dass ich jetzt draußen vielleicht viel an Hardware oder Monitoring-Architektur installieren muss. Im Bereich Advanced Feature, da habe ich auch noch ITIP-Funktionalität, habe ich noch eine weitere Folie dazu, die das Ganze noch mal ein bisschen genauer darstellt. Das heißt, ich kann mit meinem ATIP, Advanced Threat Intelligence, entsprechend eben bis auf Applikationsebene hochfiltern. Und mit dem, was ich jetzt auch in die Applikation reinschaue, kriege ich jetzt mit der Funktion auch eine Dashboard-Information. Dieses Dashboard von XIA zeigt mir jetzt auf, zum Beispiel aus welchen Ländern Pakete kommen oder gehen, wie groß die Bandbreite ist, was die aktuelle Top-Applikationen sind, die unterwegs sind. Und dementsprechend kann ich natürlich auch Filter setzen und die mir dann gezielt auf einem Tool weitergeben. Ich kann dieses Dashboard schon von vornherein zum Eingrenzen von Fehlern nutzen, ohne dass ich jetzt hier zum Beispiel die Packet-Analyse mache mit einem weiteren Tool. Wie zum Beispiel, ich sehe hier, wir haben ja Pakete, die kommen aus Russland oder auch aus China. Naja, eigentlich sollte zum Beispiel unsere Firewall diese Kommunikation mit Russland und China unterbinden, weil wir dort keine Niederlassung haben und damit mein Security-Equipment nicht zusätzlich noch belastet ist, mache ich eben ein Country- oder ein Geoblocking. Und stelle dann aber nachher mit meinem Dashboard fest, dass ich immer noch Kommunikation mit China oder Russland habe. Solche Informationen sehe ich zum Beispiel natürlich gleich, ohne dass ich weiter mit einem speziellen Tool noch eingreifen müsste. Oder
Ich sehe, dass eine der Haupt-Apps im Moment über die Mittagszeit YouTube ist, obwohl ich eigentlich meinen Mitarbeitern verboten habe, YouTube zu nutzen oder das gar mit meinem Security- oder Firewall-Equipment eigentlich unterbinden wollte. Sehe ich natürlich hier auch gleich und kann dementsprechend dagegen steuern. Also diese Dashboard-Funktion, was in so einem AT-Prozessor mit drin steckt, ist recht detailliert und stecken auch sehr viele Informationen drin. Und wie gesagt, aus der Menge an Daten kann ich natürlich auch SSL-Traffic dekrypten, ich kann NetFlow generieren und wie gesagt, ich kann natürlich mit dem ATIP auch in Applikationsebene filtern oder auf Applikationsebene filtern und entsprechend die Datenmenge natürlich noch weiter reduzieren. Wenn ich zur Analyse jetzt zum Beispiel nicht die komplette Webseite sehen möchte, sondern vielleicht nur den Support, die Support-Webseite, dann könnte ich jetzt die zum Beispiel über einen Filter weiterschicken und diese dann entsprechend analysieren. Wäre zum Beispiel eine Applikation dafür. Ja, und was hat das jetzt alles mit der Vision One zu tun, mit unserem neuen Packet Broker? Und das ist eigentlich das Schöne daran, der Vision One ist dementsprechend eben aufgebaut. Natürlich ist es im Grundsatz ein Packet Broker, der ganz normal Layer 2 bis Layer 4 Filtering unterstützt, der eine Aggregierung macht von den Netzwerkports oder Spamports, der die Tabs aggregiert, der die Tools anschließt und entsprechend die Datenmenge verteilt. Aber man kann den Vision One über Software Keys entsprechend erweitern und kann im Nachhinein zum Beispiel sagen, naja, ich bräuchte vielleicht jetzt doch noch ein paar Advanced Features obendrauf, wie eine Deduplication, eine Burst Protection oder ein Trimming. Dann kann ich, obwohl die Hardware schon beim Kunden draußen steht, im Nachhinein über Software-Keys oder Lizenzen die Advanced Features im Nachhinein freischalten. Ohne dass ich das Gerät zurücknehmen muss, ohne dass das Gerät in Betrieb einstellen würde, ohne dass ich eine Unterbrechung im Monitoring hätte, erhebe ich die ganze Funktion mit den Advanced Features. Und dasselbe natürlich auch im Bereich ATI. Das heißt, ich kann im Nachhinein auch diese Funktion über einen License Key freischalten, ohne dass ich eben das Gerät zurücknehmen muss. Das heißt, ein Kunde könnte durchaus aus Budgetgründen einen ganz normalen Packet Broker suchen, schon aber wissen, dass wir eigentlich in der Zukunft vielleicht doch Advanced Features oder gar ATI-Funktionalitäten in dem Gerät hatten. Und ohne dass ich jetzt im Prinzip das, was ich schon investiert habe, an Geld wieder in die Tonne treten muss oder entsprechend die Hardware draußen austauschen muss, zurückkaufen muss, kann ich im Prinzip mit dem Vision One beginnen als normaler Packet Broker und den dann entsprechend hochrüsten über die Lizenzkeys, eben mit Advanced Features oder mit API-Funktionalität. Ja, und klar muss ich ja auf dieses ganze Gerät auch ein Stück weit zugreifen können. Das mache ich eben über die GUI, über die Web-GUI, was wir haben, oder natürlich auch über RESTful API, wo ich das Ganze natürlich ein Stück weit auch in die Automatisierung mit einbinden könnte. Zum Beispiel hängt ein Tool hinten dran, das eine Festplatte hat, die Festplatte ist voll, oder der Port geht runter, das wird aufgenommen am Packet Broker und über eine, über eine RESTful API wird dann zum Beispiel auf eine andere auf einen Toolport umgeschaltet und entsprechend gefiltert. Oder ich habe ein Tool, aus dessen Tool raus ich bestimmte Filterwerte einstellen kann, oder eine SIM zum Beispiel, die zusätzlich zu den, sagen wir mal, NetFlow-Daten jetzt auch noch Rohdaten haben will. Die SIM könnte zum Beispiel über eine ATI-Funktionalität
RESTful API, die den Packet Broker ansteuern und dementsprechend Filter setzen, überhaupt erstmal durchschalten, damit die Pakete auf einem Data Logger zum Beispiel noch zusätzlich aufgezeichnet werden, solange eben die Gefahr besteht. Und wenn die SIM dann entschließt, das brauchen wir nicht mehr, dann kann sie natürlich über die Automatisierungsschnittstelle die Aufzeichnung stoppen. All das steckt in so einem Packet Broker drin und dementsprechend kann ich den auch konfigurieren. Und wenn gibt es so jetzt irgendwelche Fragen, ich bin ja ziemlich schnell immer unterwegs, atme kaum durch und bin eigentlich immer schnell mit meinen Sätzen. Ich lasse Ihnen zum Teil gar keine Chance, eine Frage zu stellen. Ist soweit alles okay oder? Momentan gibt es noch keine Fragen, nein. Okay, gut. Also einfach unterbrechen, wenn Sie eine Frage haben, dann können wir natürlich auf die Frage sofort drauf eingehen. Ja, Konfiguration ist eben genau das, der Punkt, wie konfiguriere ich so einen Packet Broker? Und da muss man eben sagen, naja, es gibt zwei Wege. Es gibt den einen Weg über das Command-Line-Interface, CLI, wo ich im Prinzip jeden Port konfigurieren muss, jeden Filterwert konfigurieren muss, abfragen muss, wie die Konfiguration denn in Wirklichkeit ist. Und das Ganze sehen Sie eben auf der rechten Seite. Oder ich mache das Ganze eher über eine grafische Oberfläche, wo ich sage, naja, das ist mein Netzwerkport, das ist mein Toolport. Und die Toolport und die Netzwerkport sind über dynamische Filter zum Beispiel miteinander verbunden. Und es gehen auch nur die und die Pakete durch, die entsprechend einem Filter WLAN 100 zum Beispiel entsprechen. Das zu konfigurieren ist sehr einfach, weil ich es eben über das GUI intuitiv mache. Und das im Nachhinein, quasi wenn ich jetzt beim Troubleshooting bin, auch einzusehen, wie ist denn eigentlich der Packet Broker konfiguriert, sehe ich natürlich so auch schnell, ohne dass ich mir jetzt aus dem Text auf der rechten Seite zuerst mal zusammenlesen muss, okay, wie ist denn der Netzwerkport verschaltet, wie viele Tools hängen dran, welche Filter sind denn überhaupt aktiv. Und das ist eigentlich auch genau der Punkt, wieso Xia so erfolgreich mit dem Packet Broker ist. Man muss schon ein Stück weit auch zugeben, dass Xia oder sagen wir mal, die Firma, die Xia damals übernommen hat, hieß ja Anue. Anue war nicht die erste Firma im Packet Broker Markt. Also es gab vorhin natürlich schon andere. Aber wenn man mal überlegt, wie erfolgreich die Firma ist und dass wir mittlerweile zu den führenden Herstellern eben gehören und es dort auch hin geschafft haben, liegt es einfach auch darin, dass man dieses Gerät über diese intuitive GUI einfach so leicht und einfach zu konfigurieren ist. Und es gibt viele Kunden zum Beispiel, die zum Beispiel bei einem Proof of Concept eben hergehen, mehrere Mitarbeiter dann, die das Gerät bedienen sollen, einladen und dann sagen, okay, konfigurier doch mal dieses Teil und dort dann feststellen, dass es eben bei Xia extrem einfach ist und das unter anderem dann eben auch der entscheidende Grund für den Kauf für die Geräte sind. Einfach auch um, naja, um die, wenn man Trainingskosten so gering wie möglich zu halten, um auch ein Stück weit, wenn man im Troubleshooting nahe ist, nicht nochmal 3 Tage lang das Handbuch lesen muss, bis man dann wieder weiß, wie man das Ganze konfigurieren muss oder was das Ding eigentlich von einem. Diese Sachen kann ich natürlich über grafisches User Interface extrem schnell realisieren. Vielleicht nur eine schnelle Anekdote da dazu. Ich habe mal ein Training für die Packet Broker halten dürfen in Saudi-Arabien. Das Problem war eigentlich das, dass der Kunde immer grundsätzlich jedes Produkt, das er kauft, immer mit 3 Tage Training kauft. Völlig unabhängig, ob es notwendig ist oder nicht, aber es wird halt immer mit 3 Tage Training gekauft. Naja, 2 Tage davon haben wir Kaffee oder Tee getrunken und haben uns nicht über die unterschiedlichen Länder unterhalten,
und einen Tag haben wir uns wirklich mit dem Produkt selber auseinandergesetzt. Ja, das nächste ist natürlich auch, wenn man über GUI spricht oder über das Gerät, und wie verhält sich denn das Ganze? Also wie sind denn die Filter in dem Gerät konfiguriert oder wie lassen sich die konfigurieren? Und da gibt es wiederum verschiedene Methoden. Der Filter selber ist ja ein Hardwarefilter. Wir können nicht den Software filtern, das würde ja viel zu lange dauern. Das Delay für die Pakete wäre riesig. Hardwarefilter sind aber immer so aufgebaut, dass es eine Prio 1, eine Prio 2 und eine Prio 3 gibt. Die kann man auch ändern in der Reihenfolge, aber man hat sie eben. Und dementsprechend wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich drei Tools habe, die ich an einen Netzwerkport anschließe, also an einen Tap oder einen Spamport, den kann ich jetzt zum Beispiel über verschiedene Filter die Daten nach vorne schicken. So. Und im Eigentlichen läuft es so, dass jetzt zum Beispiel die erste Priorität das Tool 1 hat, da gibt es den WLAN 1 bis 3 und der geht durch die Tür raus und geht sozusagen an das Tool 1. Das Tool 2 sieht dann nur noch den restlichen Traffic, der eben übrig bleibt, ohne den WLAN 1 bis 3. Wenn also jetzt TCP-Traffic in den WLAN 1 bis 3 drinsteckt, ist der leider schon an das Tool 1 Tools eingeliefert worden und kann dann dementsprechend nicht mehr am Tool 2 verwendet werden. Ganz bitter ist es für das Tool 3. Da wollte ich eigentlich den WLAN 3 bis 6 sehen, aber was schon von vornherein klar ist, dieses Tool 3 wird niemals ein WLAN 3 sehen, weil der eben durch die Priorität schon eben an das Tool 1 geschickt worden ist. So, jetzt kann ich das aufwendig über Copies und Redirect und mir Gedanken darüber machen, wie kann ich das Ganze verhindern. Oder ich zeichne das einfach entsprechend in meine GUI und mache mir darüber gar keine Gedanken, weil im Falle von Xia ich einen Filtercompiler habe, der auch patentrechtlich geschützt ist und diese ganzen überlappenden Filter selber erkennt und dementsprechend auch einstellt. Das heißt, mit diesen Patenten, die Xia auf die Produkte hat, auf dem NTO, kann ich eben mir das einfach konfigurieren, ohne dass ich, wenn man mal mir Gedanken darüber machen muss, oder gar, sagen wir mal, bestimmte Tricks anwenden muss, um quasi übers Knie ins Auge zu kommen. Das macht eigentlich der NTO für mich und ich kann mir dementsprechend natürlich ein einfaches Konfigurieren leisten, ohne dass ich mir da eben großartig Gedanken vorne weg machen muss. Oder kommt jetzt ein weiteres Tool dazu? Wie verhält sich denn das auf das Ganze? Ja, also lässt sich eben durch diesen patentierten Filtercompiler extrem leicht konfigurieren. Soweit sind wir eigentlich, sagen wir mal, vom Lösungsansatz eigentlich immer davon ausgegangen, naja, so ein Packet Broker im Zusammenhang mit einem Tab ermöglicht mir, meine ganzen Monitoring-Tools eben anzuschließen, die optimal zu nutzen und auch sicherzustellen, dass die richtigen Daten zur richtigen Zeit am richtigen Ort landen. Mit dem Monitoring ist es aber so, dass ich ja immer das Ganze nur, sagen wir mal, offline mache. Oder vielleicht ist es ja auch gerade ein Vorteil, weil egal was ich mache, was ich an einen Packet Broker konfiguriere, welche Filterregeln ich einstelle, ich habe da damit niemals eine negative Auswirkung auf mein Netzwerk. Ich ändere ja oder konfiguriere nichts am aktiven Netzwerk. Das heißt, ich kann auch keinen Spam-Port falsch konfigurieren, der mir eventuell dann einen Port runterzieht. Ich kann Filter konfigurieren und es passiert nichts im Netzwerk. Ich brauche keinen Change-Request, was ich sonst zum Beispiel bräuchte, was mein Monitoring extrem verschleppt. Also alles, was ich bisher eigentlich mache, läuft auf einer sicheren Ebene über den Packet-Broker und Tabs entkoppelt vom aktiven Netzwerk.
Jetzt gibt es aber durchaus, sagen wir mal, Security-Tools, wie zum Beispiel eine IPS, die ja inline betrieben wird. Und dieser Inline-Betrieb heißt quasi oder hätte zur Folge, dass wenn eines der Security-Device, also wie zum Beispiel eine IPS, ausfallen würde, dann wäre, sagen wir mal, mein Firmennetzwerk vom Internet getrennt. Weil ja durch den Ausfall von der IPS mein Anschluss an das Internet getrennt ist. Naja, jetzt kann man das gutheißen, wenn man, sagen wir mal, nicht online sein muss, zwingend, und aus Security-Gründen dann auch gerne vom Netz getrennt ist. Es gibt aber durchaus eben auch Firmen, die damit natürlich ein Riesenproblem haben, wie zum Beispiel Banken. Naja, Online-Banking tut eben nur so lange, solange die Bank am Netz ist, und wenn die IPS ausfällt, dann hätte das zur Folge, dass Online-Banking nicht mehr geht. Oder alles, was ich im Internet bestelle, kann ich nur bestellen, solange ich eben bei dem jeweiligen Anbieter auf die Seite zugreifen kann. Naja, und dass natürlich eine Firma wie Amazon zum Beispiel sagt, also im Falle eines Ausfalls einer IPS, naja, dann leben wir lieber mit einem größeren Security-Risiko, als dass wir gar nicht mehr erreichbar sind und somit dann Millionen Umsätze verloren gehen. Solche Sachen gilt es natürlich auch ein Stück weit vorzubeugen. Und das kann man jetzt auch mit den Monitoring-Lösungen oder mit den Lösungen von XAM realisieren. Jetzt könnte ich hergehen und sagen, naja, wenn das dann Maintenance ist, dann ist es halt genauso unterbrochen, naja, ungeschickt. Dann baue ich das Ganze eben redundant auf. Okay, sobald eins ausfällt, habe ich die andere Seite. Naja, aber was ist, wenn ich eben mehrere Links habe, die ins Internet gehen, quasi, dann wird das Ganze doch mehr und mehr komplex und skaliert auch nicht mehr so einfach. Und dazu ja, brauche ich irgendwie eine andere Lösung. Und die Lösung bieten wir eben über die sogenannten Bypass-Switche oder Bypass-Tabs, wie man es auch schon gesagt hat, an. Das heißt, ich hänge jetzt nicht nur die IPS aktiv in den Link rein, sondern als allererstes bringe ich zuerst mal einen Bypass-Tab, und dieser Bypass-Tab entkoppelt mir sozusagen die IPS vom Link. Die IPS würde ich jetzt direkt an den Bypass-Tab anschließen, und der Bypass-Tab wiederum schickt die Pakete zur IPS runter. Fällt jetzt der Link runter zwischen dem Bypass-Tab oder der IPS, weil die IPS stromlos ist, oder ist die IPS im Überlast-Mode und lässt keine Pakete mehr durch, dann realisiert das der Bypass-Tab, indem er zusätzlich zu den reellen Paketen noch Heartbeats mitschickt. So, das heißt also, ich schicke zum Beispiel innerhalb von 10 Millisekunden oder innerhalb von 100 Millisekunden 10 Heartbeats mit, kriege ich von den 10 Heartbeats nur noch 5 zurück, dann soll der Bypass-Tab die IPS rausbrücken und den Link quasi vom direkt durchschalten. Das heißt also, in dem Falle wäre die IPS raus, der Bypass-Tab würde sozusagen die IPS kurz schließen, die Firma wäre weiter im Netz und das Ganze hätte keinen Einfluss eben auf naja, Online-Banking oder eben Online-Bestellen. So, natürlich schickt der Bypass-Tab weiterhin Heartbeats zu der IPS runter, und wenn die IPS dann irgendwann mal wieder funktioniert und die Heartbeats wieder zurückkommen, geht der Bypass-Tab oder Bypass-Switch von sich aus her und schaltet oder bringt die IPS wieder inline mit rein. Also er schaltet sozusagen wieder zurück und integriert die IPS. Das wäre hier zum Beispiel eine recht einfache Konstellation. Das kann ich jetzt nur alleine durch so einen Bypass-Tab erwirken. Das ist aber noch nicht das Ende der Geschichte, und jetzt kommt noch ein Packet Broker eben mit ins Spiel.
anstelle dass ich diese IPS jetzt zum Beispiel direkt auf den Bypass-Switch hänge, bringe ich zuerst mal einen Packet-Broker mit ins Spiel. Ich könnte auch zwei mit reinbringen, um eine High Availability, also eine Hochverfügbarkeit sozusagen, zu ermöglichen, dass selbst wenn ein Packet-Broker eben ein Problem hätte, dass man dann noch eine Reserve hätte, eben über den zweiten. Ja, und an diesen Bypass, an diesen Packet-Broker, dort hänge ich jetzt meine IPS oder, sagen wir mal, mehrere Security-Tools, die inline sind, ran und binde dies oder mit ein. Oder, wenn ich vielleicht sogar mehr habe, dann hänge ich die zum Beispiel noch parallel dazu. Naja, aus was für einem Grund mache ich es? Es könnte zum Beispiel sein, dass dieser Link, ein CNG-Link, den ich über den Bypass-Switch eben an die IPS weitergebe. Die IPS hat vielleicht sogar selbst ein CNG-Interface, aber die Bandbreite ist so groß, dass es eine einzelne IPS gar nicht leisten kann, weil keine IPS der Welt macht Leinwelt, nicht ein CNG. Das heißt also, ich bräuchte ein Tool, das mir eigentlich ein Load Balancing macht und diese Last entsprechend aufteilt. Und das mache ich jetzt eben über diesen Packet Broker oder über den NTO. Der hat eben nicht nur eine IPS angebunden, sondern eben zwei IPS, die im Prinzip im Load Balancing arbeiten. Und dementsprechend teilt er jetzt die Last auf und gibt die entsprechend zu den IPSen oder Security Tools und gibt die wieder zurück. Jetzt kann man das Ganze sogar noch so mischen, weil in Amerika zum Beispiel vertrauen sehr viele Hersteller oder sehr viele Netzbetreiber nicht einem IPS-Hersteller, sondern die sagen, naja, ich habe zumindest zwei Hersteller, einen IPS-Vendor A und einen IPS-Vendor B. Und weil der eine sieht vielleicht was, was der andere nicht sieht, und so habe ich eigentlich zwei und bin dann ganz, ganz sicher. Ja, und die, sagen wir mal, verschiedenen Hersteller muss ich ja, sagen wir mal, wenn ich jetzt den einen schon im Load Balancing betreibe, ja dann doch wiederum parallel oder in Reihe, zu dem ersten Hersteller integrieren. Und das mache ich natürlich genauso mit dem Packet Broker. Das heißt also, habe ich ein Problem mit einem Tool, dann realisiert das der Packet Broker und nimmt dieses Tool entweder ganz raus, sodass die Kommunikation weiter besteht, oder wenn man ein Spare-Gerät definiert hat, schaltet eben das entsprechend auf das Spare-Port um. Das heißt also, ich kann mit dem, dass ich eben so einen Bypass-Switch und den Packet-Broker verbinde, meine Security, mein Security-Level sozusagen oben halten, weil die dann außerhalb einer IPS zum Beispiel mit einer Ersatzschaltung über einen Packet Broker auf dem Spare Unit zum Beispiel realisiert werden kann. Ich muss jetzt so ein Gerät, auch in den Maintenance zum Beispiel, muss so ein Gerät aus Betrieb nehmen, dann kann ich das Ganze vorab eben schon am Packet Broker sozusagen rausnehmen und sicherstellen, dass das Ganze nicht mehr quasi zu diesem einen Tool geht und dass es überhaupt zu einem Ausfall oder kurzzeitigen Ausfall kommt. Und vielleicht noch eine Applikation, naja, muss denn alles immer über die IPS drüber oder muss, sagen wir mal, kann den Traffic ja auch irgendwie schon vornherein von den Security Tools weggehalten werden, damit die eben gar nicht mal so dieses Bandbreitenproblem haben? Natürlich, das kann ich auch. Ich könnte ja den Packet Broker zum Beispiel sagen, naja, aber lasse eben nur bestimmten Traffic runter zu der Security Equipment und schleife mir oder gäbe aber das andere, alles andere, was mich nicht interessiert, gleich wieder zurück in den Link. Und das kann ich über den Packet Broker eben auch realisieren. Also ich mache nicht nur ein Load Balancing, Ersatzschalten, sondern ich sage den Packet Broker schon von vornherein, aber jetzt zum Beispiel wieder unter WLAN 100, den interessiert mich überhaupt nicht, schleift den WLAN 100 direkt im Gerät zurück in den Link, sodass der eigentlich gar nicht bei der IPS unten aufschlägt. Ja, und somit
kommt jetzt zum ersten Mal so ein Packet Broker nicht nur im Monitoring zum Einsatz, sondern auch in einer Security-Lösung, um eben im Ask aufzuteilen und eine Hochverfügbarkeit eben darzustellen. Und der Packet Broker, vielleicht nur als letztes Wort da dazu, der Packet Broker ermöglicht natürlich das auch, indem er Heartbeats zu den Tools runterschickt und dementsprechend dann die auch auswertet. Ja, jetzt haben wir so viel über Packet Broker geredet. Ja, viele der Funktionen, die wir eigentlich jetzt gerade angesprochen haben, die werden jetzt nicht nur von dem Vision One unterstützt, zum Beispiel eben auch von dem 7300er. Ja, hier sieht man jetzt zum ersten Mal die Vision One als wirkliches, wie sie denn wirklich aussieht. Von vorne hat sie also 48x SFP-Steckplätze, die sowohl als 1G oder 10G App betrieben werden können, und 4x40G. Und selbst die 4x40G könnte ich über eine Breakout-Phase zum Beispiel auch als 10G-Schnittstellen betreiben. Also kann ich mit diesem Gerät 48x1G, 10G und 4x40G anschließen. Oder eben 64x1G, 10G, wie gesagt, wenn ich die 40G-Ports über Breakout-Phase nutze. Ja, wenn mir das zu wenig Ports sind, dann kann ich eben Richtung 7300er gehen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel 100G-Schnittstellen brauche, dann wäre zum Beispiel der 7300er auch ein Lösungsansatz. Das sind so die zwei neuesten, der Vision One der neueste auf jeden Fall, und der NTO 7300 wurde kurz zuvor gelauncht, sind die neue Packet Broker Generation. Natürlich haben wir auch weiterhin ein 5236 mit 24x1G, 10G Ports zum Beispiel, oder ein 5288 im Portfolio, und da hat sich nichts getan, die Geräte sind nicht abgekündigt. Wie gesagt, das sind eben nur die zwei neuesten, die wir im Portfolio haben. Ja, soweit wäre ich eigentlich durch mit den Packet Broker, mit der Vorstellung von Vision One. Gibt es dazu Fragen? Wenn Sie keine Fragen mehr zu den Vision One oder zu den Packet Broker haben, vielleicht noch der ganz rechts unten im Mac, der Thread Armor, wenn ich da vielleicht noch zwei, drei Worte dazu verliere, und noch noch ein paar Sekunden der restlichen Zeit verwende dafür. Der Thread Armor ist ein Gerät, was sagen wir mal, völlig atypisch ist für XYA, wenn man es jetzt mal so überlegen möchte. XYA kommt jetzt einmal aus dem Test and Measurement raus, wo ich aktiv teste Komponenten eben mit Lastgeneratoren, mit IX-Load, IX-Network zum Beispiel, mit einem Perfect Storm, wo ich Firewalls qualifiziere, ob die denn zum ersten Mal die ganzen DDoS- und Malware-Attacken zum Beispiel erkennen. Und ob sie, was passiert dann mit dem Durchsatz, braucht er dann ewig, geht er dann in die Knie, ist er gar nicht mehr in der Lage, richtige Pakete durchzuschicken oder durchzulassen. Mit dem Monitoring, wo ich, sagen wir mal, mich nach der Installation nicht über die Qualität des Netzes informiere. Und jetzt kommt dieser Thread Armor, und das ist eigentlich was völlig Neues, weil es ein aktives Netzwerkelement ist. Genau, der Unterschied bei dem Gerät ist es ist ein aktives Gerät und es blockiert auf Layer 3 Ebene Pakete. Das heißt, ich bringe den sozusagen inline rein, zum einen zwischen dem, sagen wir mal, WAN und meinem Firewall oder meinem Security Equipment, und ich bringe den auch rein zwischen meinem Security Equipment und dem LAN. Und macht mit diesem Gerät auf Layer 3 Ebene Blockings. Das heißt also quasi, der Thread Armor wird über eine Connection zum Server von XYA alle 5 Minuten abgedatet und weiß so sehr genau, welche, sagen wir mal, welche malicious Traffic zum Beispiel unterwegs ist, den kann ich da damit blocken,
welcher, ich kann da damit Country Blocking machen, wo ich sage, naja, wenn ich nichts mit China zu tun habe, dann blocke ich das gleich runter und lasse das gar nicht auf mein Security Equipment, entlaste das da damit. Wenn ich jetzt zum Beispiel unassigned IP-Adressen habe, die sind, werden geblockt, sodass also niemand über unassigned IP-Adressen zum Beispiel angreifen kann. Und das Ganze, der Vorteil von diesem Threat Armor liegt einfach darin, dass ich unabhängig von der Menge von Paketen, die ich habe, oder sagen wir mal Regeln, voll Line Rate blocken kann. Also ich habe eine Gigabit-Schnittstelle an dem Gerät oder eine 10-Gigabit-Schnittstelle, ich habe einen 10-Gigabit-Durchsatz, egal ob ich jetzt ein Paket oder eine IP-Adresse blocke oder 100.000 oder eine Million. Und dementsprechend habe ich natürlich auch eine hohe Anzahl von Regeln in dem Gerät, was sich so natürlich an einer, sagen wir mal, in einer bestehenden Firewall oder IPS eben nicht hat. Ich spare mir die Ressourcen an so einem Gerät und entlaste damit natürlich entscheidend das ganze Security Equipment. Parallel bin ich in Reihe sozusagen zum Bestehenden und kann damit natürlich auch nochmal für eine höhere Sicherheit sorgen. Der Grund, wieso das jetzt noch, sagen wir mal, vielleicht auch gegenüber einer IPN ist, ist, naja, viele Firewalls oder sagen wir mal, Security Equipment versucht, sagen wir mal, Angriffe von außen abzuwehren. Was wir durch das, dass wir eben das Gerät auch noch inline bringen zwischen den WAN und dem Security Equipment, was wir noch zusätzlich machen, wir blockieren auch allen infektiösen Traffic sozusagen, der auch raus möchte. Also sprich, wir verhindern damit sagen wir, Equipment aus dem Firmennetz, PCs, auf Botnet-Controller zum Beispiel antworten, was so normalerweise nicht die Firewalls machen. Und das ist natürlich auch noch ein großer Vorteil von dem Threat Armor.